Hallo liebe Kinder, ich bin Pauline Bruckner von Adler Olesch Landschaftsarchitekten. Als Landschaftsarchitekten sind wir dafür zuständig, Grünanlagen und Spielplätze neu zu gestalten. Und heute möchte ich euch erzählen, wie die Annette-Kolb-Anlage und der Spielplatz in eurer Nachbarschaft in Zukunft aussehen werden. Dafür erzähle ich euch jetzt, was wir dort planen. Hier seht ihr jetzt den Spielplatz, wie er heute ausschaut. Hier gibt es die Rollbahn, die ihr schon kennt. Hier drüben ist der Bolzplatz. Hier haben wir die Tischtennisbereiche. Und hier ist die Fläche, wo früher mal die Skateanlagen waren. Hier drüben haben wir die alten Spielgeräte und hier auch. Außerdem gibt es die große Wiese und den Graben mit den Steinblöcken drin. In Zukunft wird es 5 verschiedene Spielbereiche geben. Die seht ihr hier in diesen einzelnen Feldern zwischen den Wegen. Da gibt es dann weiterhin die Rollbahn, den Bolzplatz und die Tischtennisbereiche. Außerdem haben wir auch weiterhin die weite Wiese und den Graben mit den Steinblöcken, der aber ein bisschen wilder wird. Aber das Wichtigste ist ja der Spielplatz und den schauen wir uns jetzt mal näher an. Die 5 verschiedenen Spielbereiche haben auch 5 verschiedene Themen. Im ersten geht es schnell durch die Luft, im zweiten hoch und runter, im dritten ist die Rollbahn, im vierten geht es ums Bolzen und ums Turnen und im fünften sind die Tischtennisplatten. Die einzelnen Spielbereiche sehen wir uns jetzt nochmal genauer an. Im Spielbereich 1, schnell durch die Luft, geht es ums Balancieren, Hangeln, Schaukeln, Klettern, um die Seilbahn und um Ausblicke. Was da genau dahinter steckt, hinter diesen Zeichnungen, das zeige ich euch jetzt. Das hier sind die Balancierelemente aus Holz und hier drüben habt ihr einen Gurtsteg, so wie er jetzt auch schon in der Anlage vorhanden ist. Die zeige ich euch jetzt nochmal genauer anhand von Fotos. Hier seht ihr nochmal die Balancierelemente und wie man da schön über die Balken drüber klettern kann. Hier drüben, das ist der Gurtsteg, den kennt ihr bestimmt schon in dieser Art. Als nächstes zeige ich euch die Seilbahn. Dort könnt ihr schön entlang schwingen und gleiten. Das wird bestimmt ein großer Spaß. Und zuletzt in diesem Spielbereich geht es ums Klettern, ums Schaukeln und ums Hangeln. Hier seht ihr die schöne Schaukel. Die ist 4,5 Meter hoch und hat ganz lange Seile. Da könnt ihr richtig schön weit schaukeln. Dann das Hangeln. Da gibt es hier ein Kind, was hier durch die Netze klettert und hangelt. Hier drüben ist der Kletterhaufen. Der ist bis zu 5 Meter hoch und hat hier oben eine Aussichtsplattform, von der ihr vielleicht sogar die Burg sehen könnt. Im zweiten Spielbereich geht es ums Hoch- und Runterkommen. Hier könnt ihr hangeln, klettern, rutschen und auch ein paar Ausblicke genießen. Auch hier gehen wir jetzt ein bisschen näher ran. Zuerst gibt es hier den Einstieg in den Spielbereich hin zum Kletterhaufen. Über Seile kann man hier in die Spielgeräte hineinklettern und kommt dann hier hinten zum Kletterhaufen. Der ist nicht ganz so hoch wie der andere, aber anders als der andere und auch schön. Er ist 3 Meter hoch. Im Hintergrund seht ihr einzelne Türme mit Rutschen. Die schauen wir uns jetzt nochmal näher an. Die sind nämlich hier drüben. Hier seht ihr schon 2 verschiedene Türme. Der eine aus Netzen, der wird 4 bis 5 Meter hoch. Der andere aus Kästen, der wird 6 Meter hoch und ist eher wie so ein Baumhaus. Aus dem hier kommt eine Röhrenrutsche heraus und aus dem anderen Turm kommen die Rutschstangen runter. Dazwischen gibt es zum Beispiel den Netztunnel, aber auch jede Menge Seile und Balancierstangen. So könnt ihr zwischen den beiden Türmen hin und her wechseln, ohne den Boden zu berühren. Und der Einstieg ist hier drüben. Da kann man über Hochziehseile auf Plattform gelangen und von den Plattformen kommt ihr dann hierüber in den Turm.
Der dritte Spielbereich ist die Rollbahn zum Rollschuh, Roller, Fahrradfahren und auch einfach nur zum Rennen. Ihr kennt ja sicherlich den Startpunkt. Der ist besonders toll, weil man hier ganz steil hinunterfahren kann und viel Schwung sammeln kann, um die Rollbahn zu umrunden. Aber leider gibt es dann hier drüben nur den sehr steilen Aufstieg. Deswegen wird die Rollbahn ein bisschen erweitert. Vielleicht erkennt ihr das schon. Hier drüben gibt es eine weitere Schleife, die den Aufstieg zum Startpunkt erleichtert. Und hier sind auch noch ein paar Wellen eingebaut. Außerdem bekommt die Rollbahn noch einen Anstrich, damit das Ganze ein bisschen lustiger wird. Welche Farbe das genau sein wird, das bleibt eine Überraschung. Im vierten Spielbereich geht es ums Bolzen und ums Turnen. Den Bolzplatz, den kennt ihr ja eigentlich schon. Der wird nur erneuert und bekommt neue Basketballkörbe und Fußballtore. Außerdem gibt es noch die Calisthenics-Anlage. Was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Eine Calisthenics-Anlage sieht so aus. Es ist eigentlich ein Turngerät. Man kann dort hinaufklettern und entlanghangeln oder oben drüber klettern. Und hier an den Reckstangen könnt ihr Turnübungen machen, wie ihr es vielleicht aus der Schule kennt. Nur diesmal schaut kein Lehrer zu. Im fünften Spielbereich könnt ihr Tischtennis spielen oder sitzen, liegen, gucken, lungern, was euch so einfällt, zum Beispiel hier drüben auf dieser langen Holzbank. Die Tischtennisplatten kennt ihr ja, wie die aussehen. Und zu dem Spielplatz gehört ja auch noch die Parkanlage. Die zeige ich euch auch noch kurz. Hier gibt es die große Wiese, die ihr schon kennt. Außerdem gibt es noch den Graben mit den Steinblöcken, die ihr auch schon kennt, zum Drüberspringen und dahinter verstecken vielleicht. Und dann gibt es hier neue Aufenthaltsbereiche mit Liegen für die Eltern, für die Omas und Opas oder auch für euch, wenn ihr einfach mal in Ruhe irgendwo liegen wollt, vielleicht ein Buch lesen wollt. Im Grunde so, wie ihr das schon kennt, aber noch ein bisschen schöner und ein bisschen wilder mit mehr Blumen und mit mehr Aufenthaltsmöglichkeiten. Jetzt sage ich euch nochmal alles zusammen. Die fünf Spielbereiche, schnell durch die Luft, hoch und runter, Rollbahn, Bolzen und Turnen und die Tischtennisplatten. Außerdem die große Wiese und die wilde Wiese. Liebe Kinder, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch schon auf den neuen Spielplatz. Tschüss!